wenn unsere Freunde etwas brauchen oder eine Hilfe benötigen, dann sind wir selbstverständlich für sie da. Am Gründonnerstag erleben wir diese Seite Gottes. Ja, er selbst wurde zu dienenden Liebe. Für die Freundschaft ist er bereit, alles zu geben. Mit ihm wollen wir diese Andacht feiern. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn wir unter etwas leiden oder unter Druck stehen, dann handeln wir oftmals nicht normal. Vieles scheint uns dann wertlos oder sinnlos. In solchen Situationen machen wir auch manchen Fehler. Auch Jesus befand sich in einer schwierigen Lage. Er sah, dass sich sein Ende näherte. Er schwitzte Blut. Ja, so schmerzhaft war ihm der Gedanke an sein bevorstehendes Leiden. Dennoch versucht er, etwas Gutes zu tun. Ja, er gibt das Beste für seine Freunde. Es sollte ein Symbol seiner Liebe und ein Andenken sein. Und damit sagt er uns, dass er uns nicht vergessen wird. Umgekehrt möchte er, dass auch er nicht vergessen wird. Er hat seine Freunde aufrichtig geliebt. Auch uns liebt er so. Ja, tief, stark und unvergänglich ist seine Liebe. So sollte es auch bei uns sein. Wenn wir einen Menschen lieben, wollen wir ihm oder ihr ein Andenken, ein bleibendes Andenken schenken. Es soll etwas Großartiges sein, vielleicht ein wertvoller Ring, vielleicht sogar ein Heiratsantrag. Ja, die Liebe gibt uns die Kraft, an andere zu denken, für andere da zu sein. Auch wenn es uns selbst einmal nicht gut geht, werden wir alles tun, weil die Liebe so stark ist. Denn Liebe braucht Beweise, greifbare Beweise braucht sie. Die Eucharistie ist deshalb das beste Geschenk Gottes an uns. Sie ist der beste Beweis der Liebe Gottes. So gesehen ist die Kommunion nicht nur ein Stück Brot. In diesem Brot verbirgt sich die unendliche Liebe Gottes. Er sagt es uns immer wieder. Er ist bereit, klein zu werden. Er ist bereit, sich zu teilen und geteilt zu werden, um ein Teil unseres Lebens zu werden. Er ist bereit, sich unsichtbar zu machen und dennoch uns zu begleiten. Gott wurde Mensch in Jesus. Viele Menschen haben damals seine Liebe erlebt. Das Schönste bei ihm ist, dass er auch an uns gedacht hat. Auch an die, die ihn damals nicht erleben konnten. Ja, Eucharistie ist diese Liebe, diese nachhaltige Liebe zu uns. Ja, Gott denkt an uns, er liebt uns. So fragen wir uns, können wir aus seiner Liebe leben? Können wir klein werden für unsere Lieben? Klein werden für unsere Familie? Klein werden für unsere Gemeinschaft? Für die anderen? Eucharistie erzählt das alles und noch viel mehr. Wir wollen beten. Lieber Gott, deine Eucharistie ist das Symbol der größten Liebe an uns. Hilf uns, aus der Liebe Kraft zu schöpfen. Hilf uns, füreinander zu sein. Dazu segne uns Gott,
der uns nie vergisst und immer lieben wird, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.